Hallo, meine in die Enge getriebenen Hochhausstürmer und herzlich willkommen zurück zum weiteren Lauschen-Grünchen hier bei 7 Days to Die. Ja, wir stehen ja jetzt hier, um auf die nächste Etage hochzugehen. Und unten ballern schon wieder einiges, was an Zombies kommen können. Ballert schon wieder unten. Und genau, wir müssen jetzt gucken, dass wir weiter halt hochkommen und es vielleicht noch in der Folge schaffen durchzuziehen. Das wäre natürlich ein Träumler. Ist aber immer nicht so fest, ne? Also ist immer so eine Sache. Sondern wenn ich den jetzt futter, müsste ich doch automatisch die höhere bekommen. Genau, dann gibt es nochmal den rein und dann geben wir auch schon die nächste Stiege nach oben. Boah, Mädel. Wow, 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 wow. Jetzt wird's interessant. Zwischen mir nur ein Block und die Zombies. Irgendwas steht nochmal auf. Oder kommt noch runter. Ach du Heilige. So. Wir stehen nur nach oben und schon hast du da eine ganze Armada. Wo ist denn der? Ich sehe sie nirgendwo gegenbollern. Was sind denn die? Okay, da ist er. Komm mal. Die da oben drin, ne? Ah, da ist er ja. Ich wundere mich die ganze Zeit, wo ist denn die? Welch ein Begrüßungskomitee, nicht wahr, meine lieben Damen und Herren? Wie sie da oben alle wieder drinnen gestanden haben. Ach, du Heiliger. Da unten klopfen noch irgendwo welche gegen. Und hier... Da kamen wir jetzt aber nicht her, oder? Nee, 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 wir kamen von einer anderen Etage, genau. Was haben wir hier? Hier können wir nochmal nach draußen ein wenig. Okay, oh. Was für ein, das ist auch so eine richtig miese Angelegenheit. Du hast ja gar nichts mehr, wo du wirklich hin kannst. Und ich war, muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt wirklich hoffnungslos überfordert, weil ich vergessen habe, dass ich ja von dort her kam. Und dann habe ich mich natürlich nach draußen gestellt. War jetzt nicht das Sinnvollste. Aber dann haben wir den Bereich auch schon mal gesäubert. Ja? Aber wenn das hier schon herumrennt, ist immer die Frage, was rennt am Ende dann noch herum? Das Krasse ist, die ballern irgendwo im Haus. Ich sag ja, irgendwann kracht die einfach mal so ein Haus ein, nur weil die ganze Zeit die da immer gegenballern. Aha. Oh. No, 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 no. Wer hätte gedacht, dass die Dinger einstürzen? Wo hängen die denn schon wieder rum, die Blöden? Wirklich, manchmal ist das anstrengend. Kann man wenigstens hier ordnungsgemäß rüberlaufen und da runter springen. Irgendwo da unten. Das macht mich aber auch kirre. Diese Viecher machen einen echt kirre da unten. So, das Witzige ist, wir sind ja noch in der Etage. Wir müssen ja erstmal noch höher gehen.
Okay, das geht. Sage. Okay, das war jetzt eher harmlos. Interessant ist, hier kommt jetzt auch gar nicht mal so schnell her, ne? Huh! Hier ist eine ganze Etage ausgebirnt. Aber es ist eigentlich sehr schöne Räumlichkeiten gewesen. Naja, viel ist jetzt auch nicht mehr nach oben. Wir sind eigentlich schon auf einem guten Weg, das Ding hier zu beenden. Wir sind eigentlich auf einem guten Weg, das Ding hier zu beenden. Aha. Ach du Heiliger. Problem ist wirklich, hier hast du so wenig Möglichkeiten, Deckung zu suchen. Also wirklich wenig Möglichkeiten, Deckung. Was ist denn das hier hinten dann jetzt gewesen? Warte mal, du hast doch hier hinten noch so ein Ding. Ja, also hier kommt der, hier ist ein Licht nach draußen. Das bringt mich aber wohin? Und warum bringt es mich nach draußen? Um mich hier wieder reinzubringen. Toll. Eine wunderbare Kiste. Ach Mann. Okay, wir müssen jetzt da lang, da hoch. Ich hoffe echt, dass wir... Dass wir das jetzt hinkriegen. Ich würde mir wünschen, Seven Days hätte eine Speichertaste. Warte mal, kann man hier nicht irgendwie das interessanter gestalten? Ja, kannst du, indem du das ein bisschen so machst. Und dann das so machst. So. Dahinter ist doch 100 pro einer. Wow, 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 wow. Ey, komm doch jetzt da durch. Klopfst du jetzt noch dagegen? Aha. Natürlich klopfst du dagegen. Wo ist da? Warum? Zigtausend Grüne, ey. Wirklich zigtausend Grüne. Mir das hier so schön aufgebaut und dann bringt mir das Ganze. Was kommt denn da oben, ey? Hab schon ein bisschen Angst, da hochzukommen. Weil da wird es ja dann gleich noch interessanter. Und unten ballert immer noch einer dagegen. Aha, guck dir das an. Da oben standen sie alle. Ach, guck mal, das siehst du hier voll das Ding und der Unterschied dann so ein bisschen.
sie hier jetzt alle noch drinnen standen, ne? Und hier hätte auch noch mal einer drinnen stehen können. Oh, die Drösche. So. Meine Damen und Herren, wir begeben uns auf die nächste Ebene. Warte mal, ich könnte das ja auch einmal schlauerweise so machen, weil dann bin ich automatisch hier ein bisschen abgesichert. Was entriegelt? Verschlossen. Verschlossen. Es geht dann also noch zwei Etagen höher. Ja, guck dir das mal an, das ist ja... Holla die Waldfee, haben wir da einen Loot abgestaubt. Warum habe ich den jetzt eingepackt? Das sieht übel aus, ey. Kann ich den hier reparieren? Bestimmt nicht, wa? Verdammte Axt. So, warte mal, wir müssen mal gucken. Ich muss... Ich weiß, hier könnte ich mit dem Messer machen, aber ich will die Sachen nicht behalten. Ich will das nur loswerden. Ich will das eigentlich nur loswerden. Es geht nicht mehr viel nach oben, ne? Kannst du mir bitte den kurz noch da geben? Und den mal nach da machen? Und dann... Natürlich baller ich den daneben. So, erst mal. Jetzt hätte man hier noch eine Möglichkeit und dann hast du aber nur noch den direkt vor dir. Sehe ich schon, irgendwann kommen die hier ja dann hoch. Ich muss das nur immer wieder hin und her packen. Das sei der einzige Nachteil. Und sonst habe ich gar keine andere Möglichkeit. Warum habe ich jetzt den Baublock eigentlich als Verfolgen? Hatte ich den nicht gerade repariert? Nee, habe ich nicht gemacht. Ich wollte den reparieren. Das ist eine coole Aussicht hier. Ach du Heilige, 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 ach du Heilige. Ja, bleibt mal in der Reihe, dann kriege ich euch gut weg. Was ich auch mal verstecken. Was? Jetzt kommt er. Was die hier oben alles verstecken, ne? Hey, hier. Ich wollte gerade sagen, jetzt hat er mich sogar aus dem Ding schon verloren. Holy Macaroli. Die Angst ist die ganze Zeit dabei, so ein bisschen. Ich muss sagen, mir macht das aber auch so Spaß. Das ist so ein bisschen Adrenalin drin, ne? Die ich nur immer so bei diesem Spielen habe. Draußen ist es ja nicht so. Aber hier, das ist so richtig... ein richtiger Moment, dass du lebst. So, weißt du, wie ich meine? Wo habt ihr denn die versteckt? Hier drin, aber? Nee, das ist nur eine ganz, ganz kleine Steuereinheit.
Was ich gerne mal machen wollen würde, wäre da mal raufgehen. Das würde ich mir gerne mal angucken. So, dann machen wir es nämlich so. Dann kannst du den nämlich hier mal Form kopieren und Stellung kopieren. Dann können wir den nämlich hier einfach dran bappen. So, jetzt muss ich nur wieder den nochmal wegmachen, weil der ist ja auch. Jetzt habe ich natürlich das Falsche kaputt gemacht, aber ist ja egal. Hält noch. So, dann machen wir den noch. Und dann kannst du mir mal wieder den tauschen mit den, den. Und den machst du mir bitte mal wieder zu meiner normalen Form, weil es wäre mir schon lieber, wenn wir das normal hätten. So, jetzt sind wir hier oben. Was ist das hier so ein bisschen? Ist hier noch irgendwas drin? Nee, nee. Ach, Hallöchen! Ich glaube, deswegen solltest du hier noch nicht hoch, wa? Oh. Oh. Ich glaube, die kommen gleich hier hoch, ne? Oh, jetzt habe ich mir aber was angelacht. Das finde ich aber irgendwie gut. Haben wir jetzt schön ein bisschen was hier freigemacht. Die steht nochmal auf. Und hält auch einiges aus. Oh, guck mal, da kommen die nächsten. Irgendwie finde ich das gut gerade. Ist eigentlich immer richtig gut, wenn du so über dem Ding arbeitest. Aber schön, dass sie in der Luft hier runterfällt. Ach, jetzt stehst du auf, ja? Ich glaube, das war jetzt mal nicht so, dass ich das hätte so machen sollen, aber ja. Wir haben den Großteil jetzt einfach mal schon abgearbeitet. Warte mal. Achso, nee, das ist der Arm, der da noch reinhängt, oder? Ja, das ist nur der Arm, der da reinhängt. Das war jetzt eine Riesenmasse, die wir ganz anders abgearbeitet haben. Eigentlich nur, weil ich hier hoch wollte. Da müssen wir nämlich da rüber, da gehen wir da hoch wahrscheinlich. Und da haben wir aber noch ein paar drinne. Kommt jetzt hier wieder mal einer her? Nö. Die sitzen irgendwo noch da. Ich sehe sie nirgendwo. Doch, warte mal, da ist er. Ein weiterer Tod. Jetzt haben wir noch zwei rote. Ein Hund ist auf jeden Fall dabei. Warte mal, da ist der Hund. So, jetzt haben wir nur noch irgendwo einen. Warte mal, da kommen wir jetzt auch noch ran. Da kommen wir doch jetzt auch noch ran. In der Höhe muss es sein, ne? So, hi. Einmal lächeln bitte. Danke. So, das war jetzt ein Riesenanteil, den wir gerade einfach mal weggeräumt haben, bin ich der Meinung.
Ich finde genial. Einfach nur, weil wir mal da hoch sind, da. Ich dachte jetzt nicht, dass da so viel ist. Nicht gedacht, dass wir da so viel auf einmal. Wow, 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 wow. Und ich, da ist ja auch noch mal eine ganze Passage drin. Oh, du Heiliger. Achten. Voll an die Waffe. What the hell? Habt ihr denn da noch alles drin? Das ist doch nicht normal. Guckst du um die Ecke? Oh, hi. Tschüss. Meine Güte, ey. Ich glaube, ich gönne mir mal wieder ein bisschen was Größeres. Ach du Heiliger, ey. Ich habe ja auch erwartet, dass die vielleicht schon den Großteil rausgesendet haben. Nein! Oh, warte mal. Den könnten wir aber auch nochmal mitnehmen. Den da könnten wir auch nochmal mitnehmen. Dann nimmst du den hier nämlich mit und dann kannst du den mal da rausschmeißen, weil dann... Das ist ja witzig, das ist sogar rot, weil die Cowboy-Stiefel rot sind. Das finde ich jetzt wieder cool gemacht. So, puh. Der ist aber noch voll aufgeladen. Sehr gut. Boah, natürlich hängt da unten ein Bär rum. Willst du mich doch jetzt langsam wirklich verarschen, oder? Ich habe hier halt immer in diesen Massenandrangsräumen immer die Panik, dass dann irgendwie doch nochmal eine Welle kommt und ich ihn hier nicht mehr rausfinde. Ja, nee, ist klar, ne? Olle, 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 olle. Die kommen dann schon. Also entweder laufen sie gleich hier durch. Ja, da kommt sie doch schon. Warum auch immer du da drauf ballerst. Puh. Nur noch 99 Meter, 9 Metern ist dann der letzte Bereich. Und sind wir fertig angeblich. Ich glaube, ich habe den Hauptbereich schon gepult heute. Nee, der da oben ist dann noch einer. Okay. Wo denn? Genau da drinnen. Also ist der Raum jetzt ja leer, ne? Ich dachte, dass hier einer drinnen sitzt. Nö. Da saß keiner. Boah, das wäre natürlich fein, wenn wir das gleich durchkriegen hier, den ganzen Kram. Damit hätte ich überhaupt keine Probleme. Also hier kannst du gut draußen sitzen eine Weile. Bei Wind und Wetter hast du eine Außenlodgy. Aha. Warum sollte ich eigentlich diesen Weg gehen? Jetzt mal so nebenbei als Frage. Gibt es nicht noch einen anderen Weg? Nein, es gibt keinen anderen Weg. Oh Mann. Okay. Au. Okay. Ja. Das ist auch gut. Hier kann man ja rein. Genau. Puh. Oh, meine Damen und Herren, das wird noch eine interessante Kiste gleich werden. Wir haben einen Punkt, den werden wir natürlich für unsere nächste Horde-Nacht schon mal investieren. Als nächstes müssen wir wieder zwei Punkte hier rein. Also die nächsten drei Level gehen dann auch wieder da rein. Guck mal, da könnte man am Ende auch mal hier so einen glücklichen Sammler machen zum Bleistift. Der geht ja bis... Ach, guck mal, der geht ja bis... Ah, ja, guck mal, wir können dann bis hierhin durch. Und dann kriegen wir einen erhöhteren Bonus und Kukage und so. Okay. Das Problem ist nämlich, was wir hier haben. Du kommst jetzt zwar hier hoch,
Aber. So, warte mal, jetzt muss ich nicht mehr hier was gucken. Ist mir egal. Ich knall doch hier voll runter, wenn ich das so bescheiden aufgebaut habe. Könntest du das Ding mal da unten in Ruhe lassen? Wie gemütlich dieser Sombo-Bär da unten herumläuft, wa? So, jetzt geht mir zumindest dieses Rumgeknaller nicht mehr auf den Keks. Da muss man auf, das machen wir so. Kannst du hier noch einen davor setzen? Nee, wa? Weil wegen dem hier. So, jetzt kannst du einen dahin setzen. So, und dann tauschen wir mal euch beide kurz aus. Huch, nein, nicht so. So, der ist ja auch kaputt. So, dann machen wir die Leiter weg. Dann kannst du die Leiter nochmal kopieren. Flap. Dann packst du den wieder rein, den wieder hin. Dann machen wir hier auch nochmal das. Und dann könntest du mir den mal bitte auf den setzen. Und dann gehen wir hoch. Ich habe Angst. Verdammte Axt, wie soll ich denn das jetzt hier machen? Oh, jetzt ist er... Sag mal, der eine oder was? Wie der da ist, der eine war's. Gottmeter! Okay, dann mache ich mir hier gerade so einen Bammel. Und dann war es der eine nur noch übrig geblieben. Ich dachte, jetzt kommt nochmal irgend so eine Horde, aber wir hatten ja schon am Anfang. Aber was ist denn, wenn wir den auf der nächsten höheren Stufe spielen? Die nächste Stufe, wie soll denn das aussehen? Gut, ich kenne das Gebäude jetzt, ich weiß, wie ich die holen würde. Ich würde mich da wieder so schön auf den Turm setzen und dann von da unten herunterarbeiten. Aber wie willst du das sonst machen? Guck mal, hier alles offen hier. Die waren die überall dann drin, ne? Die standen dann 100 pro hier drin. Ne? Und dann, naja. Naja. Ist schon eine üble Kiste. Ist schon eine üble Kiste, meine Damen und Herren. Also, das dann haben sie sich auch mal bequem dann hingesetzt. So ein kleines Mini-Kino. Aber das ist noch nicht der höchste Punkt, ne? So, also müssen wir dann jetzt hier hoch, glaube ich. Naja, hier geht's dann... Boah, ich dachte gerade... Hier hast du ja dann die nächste Phase gehabt. Genau, dann hättest du wahrscheinlich den ganzen Rest noch aufgepult. Und dann wäre es noch was gewonnen. Oh, guck mal, hier hättest du noch eine Möglichkeit gehabt, dich nochmal ins Safe Station... Naja, geht, nee, kannst du knicken. Hier hättest du keine Safe Station gehabt. Never ever. Wow. Hier hättest du keine sichere Station gehabt. Und hier? Warum jetzt hier noch hoch? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ja, gut, jetzt haben wir den höchsten Punkt gerade mal erreicht, ne? Oh, da liegt sogar noch ein bisschen was. Medizinische Vorräte. Wer auch immer die hier versteckt hat, ja? Also ganz ehrlich. So, ja, gut, das bringt mir alles nichts. Na, guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Ist ja so ein Wasserturm eigentlich. Eigentlich hättest du hier oben eine wirklich gute Position erstmal. Dich in Sicherheit zu bringen. Du müsstest halt natürlich gucken, dass du Sicherheitstüren hast. Das Problem ist ja bei den Amis mit ihren Türen, das sind ja, was? Dein Bein ist ver... Kann denn das sein? Ich bin doch nur ganz lockerflockig runtergehüpft. Na, egal. Ich glaube, ich kann dagegen auch nichts tun, ne? Aber Leute, wir haben das geschafft, bevor die Nacht reinbricht. Das Gute ist, dann kann ich hier die Nacht ausharren, stell mich dann halt ganz nach oben und bleib dann erstmal dort und mehr müssen wir ja nicht machen. Wir sind da nämlich durch. Und es geht eigentlich auch vom... Au, au, toll.
Bringt mir nicht viel, aber großes Motorenwerk für Motor ist auch gar nicht so schlecht. Dann könnte man nämlich da, wo wir mit Benzin arbeiten, ne? So, mal, kannst du den mal wegpacken, dann nehmen wir uns den mal mit. Und dann lassen wir das ganze Ding so. Was hast du hier noch so Feines? Oh, kannst du den noch nehmen? So. Ich krieg den nicht verschlossen, also muss ich hüpfen. Da hinten ist bestimmt auch noch mal was. Genau. Das passt aber. Dann haben wir letzte Runde eine etwas längere Runde. Das ging jetzt eigentlich von der Gebäude. Aber auch gut, wir haben jetzt, wenn wir mal ehrlich sind, ein bisschen getrickst. Aber war auch nicht beabsichtigt. Ich habe den gesehen und dachte mir, okay, dann greifst du da jetzt einfach an. Die Möglichkeit besteht, ja. Und, naja. Hätte ich das gewusst, ne? Vorsichtig, meine Kleine, du musst jetzt immer noch vorsichtig sein. So, wir haben jetzt den Schlagschrauber Qualität 2, aber wir haben ja schon einen höherstufigen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da noch drin ist und dann müssen wir mal aussortieren, was wir behalten. Ich spiele wirklich so gerne von den Überlebenstaktiken her, was... Wow, das Ding ist cool. Hat aber keinen Explosionsschaden, aber der ist halt wirklich gut von der Art her, ne? So, dann haben wir mal hier den noch und den hier noch. So, warte mal, du könntest die Robotikteile. Guck mal, der hat einen Wert von 600, aber dann kannst du auch mal die Schmerzmittel wegmachen. Ein Sicherheitskamerapaket gegen die Steine. So. Den würde ich schon mitnehmen, mit dem zusammen bringt der schon eine Menge Kohle. Also wegen 11 Dukes mache ich jetzt nicht herum. Parier mir mal den, pack mir mal den bitte kurz rein, nimm mir mal den da kurz rein und dann machst du mal verändern. Weil der, guck mal, der bringt jetzt schon 2000, jetzt bringt er 2,8 der Helm schon. So, was bringt mir die? 216, das bringt mir aber, was, die bringen wie viel? 729? Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber ich wollte jetzt auch nicht wegen dem Geldlichen das machen, ne? Ansonsten sieht es ein bisschen schwierig aus. Ja gut, du kannst den hier mal rüberräumen. Da könnten wir uns... Wobei ich mir lieber eher so was wie Magnum-Munition mitnehme, weil wir die dann nochmal einschmelzen können, um neue Munition zu machen. Ja gut, dann würde ich das sagen, könnten wir das sogar so lassen. Danach würde ich den Tag wirklich so verbringen. Ich lasse den Tag jetzt noch rumgehen. Und dann können wir am nächsten Tag nämlich die Mission abgeben. Holla, die Waldfee, da liegt sogar noch so eine Mine. Guck mal, hier haben sie sich versucht sogar durchzuballern. Aber die Aktion von dort fand ich cool. Ich fand die jetzt gut, weil wir da die Möglichkeit hatten und ansonsten wäre das Ganze wieder mit Gerenne geworden. Ne? Also wir wären dann dahin gerannt, dorthin gerannt, dorthin gerannt, dorthin gerannt und dann wäre es gewesen. Guck mal, hier ist auch immer so eine coole Sache. Du gehst hier rauf, hüpfst hier rauf und dann bist du hier, hier rauf, hier rauf und dann hüpfst du hier rauf. Siehst du, dann bist du hier oben. Wow! Warte mal, hier ist was ich noch gar nicht kannte. Also, kann ich sowieso noch nicht, aber... Ha! Guck dir eine an! Geheimversteck, einfach mal, weil du da hochgehüpft bist. Und das Schöne ist, das ist auch eine gute Position, wo wir uns jetzt dann verabschieden können. Weil dann kann ich mich hier nämlich stehen bleiben. Und kann das hier von oben aus einfach die Welt genießen. So, hast du hier noch so einen schönen Ausblick. Finde ich gut, finde ich gut. Und da hinten können wir uns auch noch ein bisschen hinstellen und dann sitzen wir hier und haben dann so ein bisschen Ausblick. Und dann würde ich das, weil bis ich jetzt runter bin, bis ich jetzt dann los bin und so, oder passt dann, ich muss mich auch noch das Video schneiden, das andere für euch, was in der letzten Folge war. Und dann kannst du hier, wie gesagt, hier haben wir einen guten Ausblick, hier sehen wir alles. Die kommen hier nicht so schnell rauf, weil sie hier rüber müssten. Und wir können dann am nächsten Tag voll aufgebollert wieder mit beiden, was nicht mehr verstaucht ist und so weiter und so fort, können wir uns dann nach Hause begeben, die Quest einfach abgeben. Und dann lassen wir es uns gut gehen. Dann haben wir nämlich die nächste Mission geschafft und da bin ich nämlich sehr stolz drauf. Der war gerade jetzt nicht so ohne, obwohl wir jetzt damit wirklich gut gemacht haben. Aber es sind wieder 1000 Schuss, über 1000 Schuss draufgegangen, ne? Das ist schon, obwohl es geht noch. Aber man darf es nicht vergessen, das ist ja nur die 5er. Davon kommen noch die 6er Varianten und wir wissen, wie befallene Gebäude aussehen. Dann sehe ich nur noch grün. Das wird dann übel. Also ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, indem ihr die Folge angeschaut habt und alles ja denklich Gute. Nee, verdammt,
eigentlich auch noch alles falsch herum gemacht hab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommis immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder, wenn wir dann von hier aus am neuen Tag, 4 Uhr morgens, gehen wir dann ganz genüsslich nach unten, fahren Richtung Händler in 2300 Metern. Werden dann einfach den Weg hier oben nehmen, ne? Ich bin ja jetzt von da hinten gekommen und ich würde dann sagen, wir nehmen dann den Weg hier hoch. Den können wir dann schön durchfahren, genau. Der Weg hier, der hier aus der Stadt führt. Diesen Weg nehmen wir dann, um nach Hause zu kommen. Das ist es auf jeden Fall. Und jetzt wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr durch die Folge angeschaut habt. Und alles, denkt euch Gute bis dahin. Tschüss.